Hallo ihr Menschen, noch ein Unboxing von Hollys Allerlei. Das ist eine Bestellung, die habe ich aufgegeben. Das sind zwei Bestellungen, die habe ich aufgegeben, glaube ich, am 7.1. und 13.1. vor einem Jahr. Jetzt haben wir 24. Zu Silvester haben wir es nicht geschafft. Kommt also ins Lager. Und was hier drin ist, ist ein bisschen enttäuschend. Wieso? Naja, wir alle haben ja damit gerechnet, 2023, dass die schönen Bugano-Vulkane teurer werden. Und ihr wisst, was dann letztendlich bei Kaufland und Lidl los war. Es gab sie für 6,99 Euro und bei Aldi gab sie zum alten Preis. Ich drück mal eine Pause. So. Ja, wir sind so krank, dass wir sogar Knallerbsen kaufen. Hier sind immer 10er-Packungen drin. Oh, das ist aber eine schöne Verpackung. Das ist aber wirklich, das ist schön. Genau. Mhm. Und die brauchen wir nicht, sondern die sind für Halloween, wenn wir die Kinder fragen, beziehungsweise ihre Eltern, wollt ihr Knallerbsen? Die freuen sich da schon immer ganz doll drauf. Mhm. Also 50 10er-Packungen Knallerbsen. Nur für die Nachbarskinder. Ja, und mehr ist nicht drin. Naja, gucken wir mal nach. Vielleicht finden wir ja doch was. Ah, jawohl. Da geht's los. Das zum Beispiel ist ein Vulkan. Silber mit roten Sternen. Den gibt's ja nie bei Lidl und Aldi. Silber mit roten Sternen. Das ist Silber mit blauen Sternen. Gibt's auch nie. Und das ist nochmal Silber und blaue Sterne. Was haben wir hier? Silber und blaue Sterne. Das ist Gold und grüne Sterne. Gibt's auch nie. So, das ist Gold und grüne Sterne, Silber und rote Sterne. So, die sind von China Red oder Red China. Kricklingbälle, die waren sehr günstig. Und danach habe ich gesehen, dass sie weniger NEM haben. Also die sind nicht ganz so stark wie die normalen. Aber eine Dreierpackung hat 2 Euro gekostet. Und machen immer Spaß. Und machen immer, wenn sie funktionieren. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen Pech. Hm? So, was haben wir hier? Nochmal Knallteufel von Vico. Mhm. Auch für Halloween. Ja, und zum Zeitpunkt, als ich sie bestellt habe, kannte ich sie noch nicht. Gold- und Silberregen von Keller. Wobei, das ist die Keller-Variante. Vielleicht ist die sogar noch ein bisschen besser. 4 Packungen davon. Das sind wirklich nicht die schönsten, aber ich liebe Gold- und Silberregen. Mal gucken, wie die Älteren sind. Vielleicht erhört sich die Älteren. Ja. So. Das ist Gold- und grüne Sterne. Silber- und rote Sterne. Oh, Silber- und pinke Sterne. Mhm. Das müsste der normale Einhornpup sein. Silber und pinke Sterne. So sieht er halt im Original aus. So, nochmal Silber und pink. Und nur Silber. Mhm. Genau, ein reiner Silbervulkan. Da guckt noch einer. Das ist nochmal ein reiner Silbervulkan. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier noch was drin ist. Ja. Gold und grüne Sterne und Silber und blaue Sterne. Und da haben wir nochmal Silber und rote Sterne. Ja, ich glaube, das war's. Dann machen wir eine Gesamtübersicht. Und noch mal ein Bild von Styropor. So, hier haben wir sie, die Übersicht. Und leider hat Holly Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres gesagt, dass er seinen Shop erstmal
in den Pausemodus stellt. Er hat gesagt, Versand ist teurer geworden und beim Lager hat er wohl auch Probleme. Also es kann sein, dass das die letzte Bestellung ist. Sehr schade, weil es immer so einen Spaß macht, bei Holly schöne Sachen zu ergattern. Aber egal, umso mehr freuen wir uns, dass wir das hier haben. Vielen Dank dafür. Ach, man sollte noch dazu sagen, dass Holly auf eBay Jugendfeuerwerk verkauft zu sehr fairen Preisen. Da könnte man vielleicht mal nachgucken. Schön, oder? Sieht wunderschön aus. Oh, es glitzert. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.